Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind jetzt hier und wollen jetzt mal die diese Höhle des Flüchtigen mal in Augenschein nehmen. Und jetzt sind wir hier gerade vor so einem wieder so einem Wildererlager. Ich habe eben gerade schon zwei Wilderer platt gemacht. Vielleicht hätte der Wer mich jagt, ein Waffen einen Wilderer Henker, während er seinen Explosionsangriff vorbereitet. Warte mal. Was war jetzt hier nochmal? Entwaffnung. Er reißt den meisten Gegner Zauberstäbe und Waffen aus der Hand. Alles klar, das ist der hier. So. Ich möchte jetzt aber auch mal Sturmsucher, Bilderer, Animagus. Oh, dann lassen wir gegeneinander kämpfen. Lass dich nur nicht wachsen. Ach, das war schon? Du bist kein Puppenspieler. Revelio. Offenbar haben wir einen Eindringling unter uns. Hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Bombarda! Ich hab was gehört. Kotio. Excalibur. Okay, gut. Das ist das hier. Bombarda! Befindung! Rotetto! Das wird Kotio. Jetzt reicht's aber. Wow, das sind noch mehr. Wo kommt die nochmal her? Das wird morgen wehtun. Ja, das tut weh. Revelio. Die hätten wir also auch erledigt. Kann es vielleicht sein, dass sich die Gegner der Spielerstufe anpassen? Anpassen meine ich. Denn die waren ja auch gerade Stufe 36, zumindest der eine eben gerade. Okay. Revelio. Ich dachte immer, da vorne wäre was. Oh nö, ne? Die kommt doch jetzt nicht etwa hier hoch. Du Scheiße, hier ist gar kein Bock drauf. Was war das gerade?
Also da unten Rebellion. Möchte ich jetzt eigentlich nicht hin. Die 22. Okay, gut. Rebellion. Bombarda! Oh! Whoa, 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 whoa! Protego! Bombarda! Detengo! Cozio! Bombarda! Detengo! Immer fest hier drauf! Bombarda! Was kommt da jetzt schon wieder an? Bombarda! Rebellion! Ja, okay, gut. Ja, warte mal, ich glaube, ich mache das jetzt doch mal anders. Den packe ich dann jetzt doch mal hier hin. Ne, warte mal. Den packen wir da hin und den packen wir da hin. Jetzt warte mal. Kurz so, ja. Den. Und dann packen wir den da hin. So. Rebellion. Ich finde das immer so ein bisschen blöde, dass man da jetzt nur... Expelliarmus. Okay, warte mal. So, warte mal, ich brauche mal den hier hin. Ja. Incendium! Wow, was war das denn eben gerade? Rebellion! Alter, ich erwisch das Vieh nicht. Incendio. Es sei natürlich, man kann die gar nicht. Doch, man kann. Oh oh. Rebellion. Alter. Okay, gehen wir mal weiter jetzt hier. Rebellion. Ja, ich will wissen, was für ein Vieh mich da jetzt gerade schon wieder so. Potato, Sturzbomb. Rebellion. Contrigo. Was? Hat mich da jetzt schon wieder auf den Kicker. Ach, die da. Kurzio.
Vertrinkung! Romana! Au! Defindo! Pompada! Rebellion! Also ich entwickle mich hier echt zum Spinnenschreck. Contringo! Contringo! Muss er das jetzt das nicht verbrennen? Okay, jetzt gehen wir mal weiter in die Richtung. Eigentlich will ich ja in die andere Richtung, aber... So, warte mal, wo bin ich jetzt mittlerweile auf der Karte? Ich entferne mich eigentlich immer weiter weg von meinem Ziel und der Part ist auch schon zur Hälfte rum, mehr oder weniger. Ach egal, dann gehen wir jetzt endlich mal Richtung Quest. Genug mit den Spinnen gespielt. So. Ist hier noch irgendetwas? Nee. Gut, das ist auch alte Magie. Genau. Ne, Quatsch. Noch lieber hin. Hier ist auch ein Ort alter Magie, aber kann man sich mal später nochmal holen. Ne? Weil spielen wir endlich mal die Quest, sonst wird es heute nichts mehr. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist? Ach nö. Kozio. Gepinnt. Verstrickt. Bombarda. Autsch! Protego! Kurzio! Befinde! Contringo! Pompada! Achtbein! Revelio! Ja, 8 Beine sind eindeutig zu viel, das ist wohl wahr. Okay. Ja, warte mal, aber... Warte mal, finde die Höhle des... Also erst war sie doch eben gerade jetzt hier vor mir und jetzt ist sie wieder da hinten am AA der Welt. WTF. Rebellion. Contringo. Ja, warte mal, ich will mir nur kurz gucken, hier irgendetwas ist. Okay, da die Pilze will ich nicht mehr. Gut, dann gehen wir jetzt mal Richtung Quest. Rebellion. Na, toll, jetzt bin ich ja wieder da, wo ich ihn gerade auch schon bin. Ja.
Okay. Ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Contringo! Revelio! Wieso habe ich das Gefühl, dass er gleich was ganz Großes, ganz Böses erscheint? Wieso glaube ich, dass wir gleich was ganz Großes... Was habe ich gesagt? Alter, die hat mich ja beinahe geplättet. Oh, scheiße, wo ist sie jetzt? Ach, da. Kurzio. Defeat. Komm, bring. Komm, warte. Aber jetzt kommt die auch noch an hier. Ich komme hier nicht weg. Ich bin ja gerade nicht weggekommen. Ich bin ja gerade nicht weggekommen. Och nö. Das ist also der Flüchtige. Okay. Kurzio. Defender. Konflikt. Ach. Roman. Hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht, ne? Oh, jetzt kommt die Vieh auch noch an. Ich komme hier nicht weg. Rebellion. Contringo. Kurzio. Defender. Bombard. Alter!
Verwalter, Verwalter! Ey, 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 ey. Das wäre erledigt. Jetzt muss ich das Erbstück für Milos Tochter finden. Oh Mann, die war 39, die Spinne. Puh. Vielleicht sollte ich doch mal lieber noch mehr Arena spielen und... Na. Und mich bis auf Level 40 hochpumpen. So. Aber dieses Erbstück soll ich jetzt finden. Okay. Revelio. Vielleicht... Contrinto. Hier irgendwie... Eigentlich nicht. Denn ich entferne mich immer weiter weg. Rebellion. So, aber wo ist das denn jetzt nun mal hier? Aha, gut. Contrinto. Contrinto. Fies. Rebellion. Bombarda. Revelio. Ich muss Mr. Adley dieses Erbstück bringen. Okay. Okay, wo muss ich denn da jetzt hin? Oh, die Spinne war aber echt fies. Spinnenglieder. Anscheinend hat jemand die Glieder der Akromantula aus Profitgründen gesammelt. Das mag lukrativ sein, wenn man bereit ist, sein Leben zu riskieren, um sie zu beschaffen. Mr. Adley, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wie schön, dass Milos Tochter damit ein Andenken an ihn hat. Finde ich auch. So weit hergeholt seine Pläne auch waren, Milo war ein guter Freund. Ich werde ihn vermissen. Bitte, nehmen Sie diese Belohnung an. Für Ihre Mühen. Okay, könnte ich mir Ihre Waren ansehen? Gut. Was verkaufen Sie hier? Milo kann nun in Frieden ruhen. Seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas, das sie an ihn erinnert. Okay. Ah, ich fülle immer gern meine Vorräte auf. War mir ein Vergnügen. Okay, das muss ich gleich mal anlegen, den Hut. Ah, da kann auch weg. Ach, da muss er ja Stufe 37 werden. So, was hat er denn jetzt hier alles so Schönes? Nichts. Was ich gebrauchen danke für den Besuch. Hat mich gefreut, Geschäfte zu machen. Gut.
Okay, so, warte mal. Dann kann ich jetzt eigentlich gleich den Quark hier noch Mr. Attlee, verkaufen. Hätten Sie einen Moment? Für Sie? Immer. Sie sind ein Held hier. Erzählen Sie mir von sich. Okay, dann machen wir es mal. Ich wüsste gerne mehr über Sie, Mr. Attlee. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin Händler, aber ich versuche mein Bestes, jedem Kunden das zu geben, was er braucht. Gibt es interessante Gerüchte in der Stadt? Der Flüchtige ist endlich weg. Welch Erleichterung. Aber genug von Spinnen. Jetzt ist alles friedlich. Zumindest so friedlich, wie es der derzeitige Zustand der Welt zulässt. Was verkaufen Sie hier? Suchen Sie was Bestimmtes? Okay. 37, 37, gut. Ach, danke für den Besuch. Gut, dann beende ich jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.